Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Anwesende im Raum, liebe Menschen aus und in Oberösterreich, geschätzte Vertreter der Berufsfeuerwehr in Linz. Linz ist die einzige Stadt in Oberösterreich, die eine Berufsfeuerwehr hat, ist die einzige Stadt, in der die Feuerwehr auch dann dementsprechend Nachtdienst macht. Und es ist für uns absolut nicht einzusehen, warum Vertragsbedienstete besser gestellt sind als Beamtinnen und Beamte und dass es notwendig ist, hier eine Anpassung vorzunehmen. Wir bedanken Sie bei der Stadt Linz für die Petition, also dass die Petition eingebracht wurde. Wir bedanken uns für den Antrag, der heute und jetzt diskutiert wird. Und wir bedanken uns bei allen Frauen und bei allen Männern, bei den Feuerwehren, sei es die Berufsfeuerwehr, sei es freiwillige Feuerwehren, für den unermüdlichen Einsatz und für die Tätigkeit in untergeordnetem Ausmaß, Gott sei Dank für Brandeinsätze, jedoch sehr viel Einsätze im Bereich von Verkehrsunfällen, technischen Hilfsleistungen bis hin zu Hochwasser und dem Entfernen von Wespennestern unter dem Dachstuhl. Jeder von uns hat sicherlich die Feuerwehr schon mehrmals gebraucht, gerufen und von den Leistungen, von dem selbstlosen Helfen auch profitiert. Wir sehen die Wichtigkeit, wir sehen auch durchaus eine bestimmte Dringlichkeit und werden beiden dementsprechend zustimmen.